Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play vom Factorio. Herzlich willkommen an den Chat und hallo ja, Zuschauer auf YouTube, die das Ganze hier vielleicht später noch nachschauen werden. Jo, heute wieder Streamstart um 21 Uhr und es ist immer noch verdammt heiß. Ich war gerade duschen, aber das war, glaube ich, völlig egal. Egal, wir legen auf jeden Fall mal los, denn wir haben noch ein bisschen was vor. Ein bisschen viel, um genau zu sein. Und moin LineLP, herzlich willkommen zum Stream. So, warte mal, Stand vor einer Woche. Wir haben im Prinzip alles Grundlegende gebaut, was so die roten, grünen und blauen Fläschchen angeht. Warte mal, ist meine Maus auf dem richtigen Positionsdingens? Ja, okay. Muss man ja mal gucken hier bei dem Spiel, ne? Wobei das eher so ein Stream-Ding ist, glaube ich. Aber ist okay. Ja. Das läuft soweit, die Forschung läuft auf. Wir hatten die Bergbauproduktivität zuletzt gemacht. Ansonsten hatten wir die ersten Lichtbogenöfen schon mal hingestellt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Die können so nebenbei weiterarbeiten. Und das Ganze hier ein wenig, unterstützen. Ansonsten, wir sehen hier unsere roten Schaltkreise. Wobei, die haben hier alle was zu tun, ne? Ja, geht so der hintere manchmal nicht, aber das ist okay. Ja, und hier haben wir inzwischen... Ah, halt, warte mal, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir brauchen ja eigentlich nur einen kleinen Puffer von 200 vielleicht. Das könnte ja schon mal reichen. Genau, dann machen wir das so. Genau, ansonsten beim letzten Mal hatten wir die Batterien, Ölproduktion und so weiter gemacht. Genau, ich erinnere mich. Gut, sehr schön. Und wenn mich nicht alles täuscht, wollten wir heute so langsam damit beginnen, mal was Richtiges zu bauen. Also nicht nur so ein Kleinkram wie hier, ja, sondern richtige Dinge. Und im Prinzip fängt das Ganze an, ja, wie soll ich sagen, mit einer fetten Erzförderung. Ich meine, momentan kriegen wir natürlich alle Rohstoffe ran, die wir brauchen, das ist gar kein Problem. Das kann hier auch alles so weiterarbeiten, aber wir werden uns an anderer Stelle mit anderen Dingen befassen. Und zwar haben wir ja an sich genügend Platz, hier irgendwelche Dinge zu tun. Die Aliens, die fangen ja erst hier an, irgendwie rum zu existieren. Daher sehe ich da an sich gar kein Problem. Das Erste, was wir bräuchten für eine richtig fette Fabrik, wäre auf jeden Fall dieses Eisenerzvorkommen. Und die Idee ist diese. Wir werden heute einen Bahnhof bauen mit entsprechenden Erzförderern, Zwischenlagerkisten. Und werden dann mal gucken, dass wir, obwohl eigentlich... Ja doch, wir werden das mit dem Bahnhof machen und dann werden wir hier anfangen, so eine Erzverarbeitung zu bauen. Mehrere Schritte natürlich wieder, weil hier ist ja auch das große Kupfervorkommen. Ja, und die beiden Dinger, die werden wir heute mal erschließen, eventuell noch das Kohlevorkommen mit dazu. Und dann sind wir auf jeden Fall mal ganz gut dabei. Dazu benötigen wir natürlich ganz, ganz viele von diesen Lichtbogenöfen, denn unsere Produktion, die soll groß werden, beziehungsweise die muss groß werden. Und genau das werden wir jetzt erstmal tun. Die Forschung lassen wir natürlich nebenbei so weiterlaufen, das ist klar. Interessant wäre zu wissen... Warte mal, hier, guck mal. Ah ne, das ist Logistik 3 schon. Ah ne, das Zoot hatten wir schon. Ja gut, okay, dann passt das ja. Ja, okay. Also wie gesagt, forschungstechnisch werden wir erstmal nebenbei einfach diese Rot-Grün-Geschichten weiterlaufen lassen. Und dann sollten wir auf jeden Fall schon einen Puffer haben, dass wir hier diese blauen Flaschen auch ja, forschen können. Bis dahin sollten wir genügend von denen produziert haben. Sagen wir es mal so. Ach, ich wollte mich noch mit dieser Extra-Rüstung befassen. Aber ich glaube, das machen wir erst, wenn wir dieses Exoskelett haben. Ja, dann macht das, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Okay, also als allererstes brauchen wir natürlich ein paar Sachen, um das Ganze aufzubauen. Warte mal, Erzförderer. Die stellen wir ja eigentlich schon her, ne? Die Frage ist halt, wie viele haben wir davon? Ja. Die gute alte Ölproduktion, ne? Wie immer im Weg. Ich glaube, da haben wir ein paar... Nee, haben wir nicht. Vielleicht sollten wir da nochmal die Produktion erhöhen nebenbei. Da kommt nicht mal genug Eisen an. Liegt aber am Greifarm, glaube ich. Oh, das kriegen wir hin. Okay, warte mal, dann müssen wir das nochmal ganz kurz optimieren. Weil da arbeitet nämlich nur die erste Fabrik hier vorne. Die hintere macht ja gar nichts mehr, ne? Das ist auch so eine Sache. Es kommt da wirklich nicht genug Eisen an. Wahnsinn. Okay, ist nicht so schlimm. Das liegt an den langsamen Fließbändern, zum größten Teil. Ach, wir bauen die... Nee, wir bauen die Förderer in der Hand. Ist egal. Pass auf, machen wir mal 5 Stück erstmal. Und dann ist die Frage, was fehlt. Oh, warte mal. Ich muss noch ein paar Sachen loswerden, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich könnte hier mal ein bisschen was reinhauen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt die Lösung des Problems. Pro-Eisen haben wir auch noch dabei. Und ein bisschen Festbrennstoff, den könnten wir auch noch mal eben schnell entsorgen. Ich mache mal eben ganz kurz ein bisschen klar Schiff im Inventar.
Da so, genau. Nur mit der Kohle, ja, das ist immer so eine Sache. Können wir in die Öfen schmeißen, dann ist sie weg. Ja, ist egal. Aber für die Kohle habe ich halt jetzt erstmal gar keine Verwendung, wenn ich ehrlich bin. Ja, ansonsten kann ich nur nebenbei erzählen, ich habe endlich Urlaub. Aber ich werde dieses Mal nirgendwo hinfahren. Ich war jetzt im Laufe des Jahres bisher so viel hier in Deutschland unterwegs. Hier eine Woche, da eine Woche und ich werde einfach mal einen Stream-Urlaub machen. Sagen wir das mal so. So, hier ist Eisen drin, brauchen wir, und Kupfer brauchen wir auch noch, sehe ich gerade. Ach, wir haben keine Kupferpufferkiste mehr. Naja, ist egal, kriegen wir hier alles auch her, passt schon. So, jawohl, das sind schon Zahlen, die mag ich eher. Nur bei 20, 30. 30 ist gut für Eisen erstmal. Und dann brauchen wir natürlich noch ein paar andere Sachen. Wir sollten jetzt mal gucken, dass wir im Schwerpunkt langsam mal komplett auf diese roten Förderbänder umsteigen. Weil, ja, die Frage ist, ob wir später halt mit dem blauen auch noch weitermachen wollen. Das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Aber bis wir die haben, dauert das noch, weil das kommt nämlich erst hier unten. Ja, ich denke, wir machen erstmal die rote Variante. Sonst würden wir hier ewig mit warten, glaube ich. Ja, und dementsprechend auch die Erzproduktion und die Verarbeitung. Das sollte eigentlich reichen, wenn wir das aus den roten Fließbändern machen. Doch, ich denke schon. Gut, gut. Soweit. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie noch mehr Eisen ranbekommen, aber das Förderband ist relativ voll. Ne, komm. Passt erstmal. Gut, der Typ, der baut seine Förderer soweit. Das geht auch. Wir können da einfach mal hochgehen. Wobei, nee, halt. Wir brauchen vorher auf jeden Fall noch mehr von den Förderbändern. Zumindest mehr Eisen. Ja, dass wir den ganzen Kram auch bauen können. Und dann ist die nächste Frage, wo ist eigentlich mein Auto? So, sollten wir auf der Karte sehen können eigentlich. Da ist es. Ah, okay. Weil dann werden wir mal zum Eisenvorkommen hochfahren. Und das ist vielleicht jetzt etwas ungewohnt, aber wir werden dann unsere Fabrik von oben nach unten bauen. Beim letzten Mal hatten wir von unten nach oben, aber das ist halt mal was Neues. Ja. Da ist es. Ja genau, hier war noch die Steinproduktion. Ja stimmt, die haben wir gestern sag ich schon, oh Gott. Letztes Wochenende auch gebaut. So, am besten die Pipeline ganz lassen, das wäre super. Wo muss sie denn eigentlich hin? Einfach stumpf nach oben. Dann werden wir mal den Wald hier noch eben umfahren und dann geht's ab nach Norden. Da oben, wie auch immer. Da ist aber auch noch schon eine kleine Alien-Basis hier auf der linken Seite. Aber die sollte uns erstmal nicht weiter stören, glaube ich. So, da sind wir schon. Nur Stein, okay. Ich habe mal gesehen, dass in diesen Steinblöcken auch andere Ressourcen mit drin sein können. Aber wenn nicht, dann nicht. Ist ja okay. So. Wir wollen natürlich gucken, dass wir dieses Erzvorkommen einigermaßen effektiv ausnutzen. Also das heißt natürlich auch die ganzen Rand, diese Mini-Vorkommen, nein, die kommen nicht mit weg. Obwohl, doch, machen wir. Ich bringe das nicht übers Herz, so einen Kram liegen zu lassen. So. Dann machen wir das so. Und das machen wir so. Und auch hier werden wir wieder eine separate Stromversorgung hinbringen. Auch mit Solarenergie. Ich weiß, hier unten ist nicht effektiv, aber ich will das Zeug trotzdem mit weg haben. Wir werden das auch so wegbauen, dass wir hier echt alles einfach mitnehmen. Ja, ist gerade ziemliche Verschwendung eigentlich, aber irgendwann können wir die Dinger ja wieder umsetzen. Und dann passt das, glaube ich, wieder. Genau, stimmt. Und ich wollte noch mehr oder erhöhten Granatenschaden erforschen, damit wir nicht mehr so die Probleme haben, diese Wälder hier wegzusprengen. So, jetzt haben wir hier noch mehr. Nehmen wir auch mit. Gar keine Frage. Genau, passt sogar. Sehr schön. Okay. Der fängt an, die Zahnräder zu bauen. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben jetzt noch 14 von den Förderern übrig. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann machen wir das nämlich mal so. Dieser Baum hier müsste mal weg eigentlich, ja. So, und hier natürlich wieder die andere Seite gleich mitgenommen. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Ja, dann machen wir das erstmal so.
So, dann hatten wir... Ja, eigentlich hätten wir jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, dann machen wir das nämlich einfach so. Und das war's schon wieder. Leute mit unangemessenen Namen ignoriere ich übrigens, wollte ich mal kurz im Chat erwähnen. So. Ja, die Produktion von diesen Fließbändern, die dauert natürlich ein bisschen länger, ist glaube ich klar. Aber wir könnten gleich mal... Warte mal. Ich glaube, Batterien produzieren wir momentan auch nicht, ne? Weil da hatte ich, glaube ich, alles mit rausgenommen wieder. Denn wir brauchen hier oben natürlich auch noch ein paar Akkumulatoren. Ach, das ist so Pipeline. Oh, ich fahre auch gerne nochmal dagegen, kein Problem. Hatte ich doch da. So, das sollte reichen. Wie gesagt, wir gucken mal eben schnell, ob wir die Batterieproduktion noch ein bisschen anwerfen können. Denn für die Akkumulatoren brauchen wir natürlich noch ein paar, das ist glaube ich klar. Da, genau, siehst du. Ach stimmt, genau, ich hatte das Rohr einfach getrennt hier, ne, wegen dem Öl. Oder wie war das? Nee. Nee, was ist drinne? Und das Zeug ist auch drinne, okay. Hat er es nicht getrennt gehabt? Hm, merkwürdig. Ach, Moment mal. Ich hab hier... Stimmt, hier wird den Output umgedreht. So war das, genau. So. Namen ändern bei Twitch? Das geht, glaube ich, seit kurzem erst irgendwie, aber keine Ahnung. Ich beschäftige mich mit sowas nicht. Da hilft wahrscheinlich Google, würde ich mal sagen. So, und das läuft. Ansonsten brauchen wir natürlich noch ein paar Solarpanels, ne? Das wäre nicht schlecht. Naja, die guten alten Schaltkreise. Haben wir eigentlich inzwischen schon wieder Eisen in unserer Kiste drin? Eisen wäre cool. So, auf jeden Fall erstmal forschen. Und zwar werden wir da vielleicht mal... Was machen wir denn da jetzt? Ja gut, dann machen wir die Tankwaggons. Ansonsten, nee, Leichtöl und Schweröl ist nicht voll. Die werden hier abtransportiert. So. Ach so, genau. Kupfer war das, ja. Vielleicht sollten wir doch mal so eine kleine Kupferüberschusskiste machen, aber ich habe dann das Gefühl, dass irgendwo wieder nicht genug ankommt, deswegen lassen wir das mal. So, 1, 2, 3, 4. Auch dafür könnten wir eigentlich eine Automatisierung bauen, aber ich denke, das lassen wir erstmal. Ich muss nur irgendwo diese komischen Schaltkreise herbekommen, dann passt das wieder. Oh. Okay, ich denke mal, das sollte vielleicht erstmal reichen. Und später haben wir auch noch ein paar andere Energiearten zur Verfügung. Also was heißt ein paar? Wir werden auf jeden Fall nachher, also nicht heute nachher, sondern im weiteren Verlauf oder späteren Verlauf, wieder einen richtig fetten Nuklearreaktor bauen. Ja klar, das ist ein bisschen da. Das dauert halt ein bisschen, bis es hier verarbeitet wird. Ja, das ist hier keine perfekte Abstimmung von den Gerätschaften. Das alles hier habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, des Öfteren, dass das nur ein Provisorium ist. Wir bauen heute und im Laufe der nächsten Tage die richtige Fabrik auf.
die dann auch etwas moderner sein wird. Genau, Akkumulatoren wollte ich bauen. Ne? Achso, die Batterien sollten noch unten in der Kiste sein. Genau, 43. Wie viel braucht man für eine? 5. Reicht erstmal. Wir brauchen sowieso momentan noch keinen durchgehenden Betrieb, weil da oben noch nicht viel passieren wird. Ich werde jetzt erstmal nur diese Erzproduktion da anheizen und danach erstmal die Verarbeitung bauen. Und dann gucken wir mal so langsam, dass wir den Kram dann zum Laufen kriegen. Sollte dementsprechend hinhauen. Ja, und generell ist halt hier die Batterieproduktion nicht dauerhaft an, damit wir genügend Kunststoff ranbekommen. Ja, das ist es halt. Gut. Also Solarpanels kommen nach und nach. Des Weiteren bräuchten wir eine Zughaltestelle. Und da bräuchten wir eigentlich 2, 3, 4 Stück von. Na gut, eigentlich erstmal nur 2, aber ich mache jetzt mal gleich die 4, ist ja egal. Des Weiteren brauchen wir ein paar Schienen. Oh, Stein fehlt, das ist interessant. Jetzt ist halt die Frage, kriegen wir oben noch normalen Stein raus? Nee, oder? Zur Not gehen wir hier ein paar Felsen abkloppen. Ah, nee, halt, das Förderband ist voll. Dann werden wir den Rest einfach da mitnehmen. Ja, siehst du, das ist doch mal eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Sehr cool. Zugsignale. Machen wir mal 10 Stück von, die werden wir später noch brauchen. Warte. Ich mach mal da auch 10 Stück von. Diese Kettensignale brauchen wir auch. Und wir können mal eben, wo wir schon gerade hier sind, mal eben das Auto reparieren. Aber das werden wir auf jeden Fall noch öfter tun. Da weiß ich schon, dass es so kommen wird, ja. Ey, das ist unglaublich, ne? Das ist jetzt 21.16 Uhr und das ist immer noch so eine stickige Luft hier bei mir. Das ist echt der Hammer. Hätte echt nicht duschen gehen brauchen vom Stream. Naja, okay. Ach, ich wollte noch mehr von den Dingern hier bauen, ne? Naja, egal. Dann machen wir jetzt erstmal so weiter. Und zwar, die beiden hier unten müssen ja auch noch mit dran gebunden werden. Und das machen wir einfach mal so. Genau. Dann brauchen wir noch einen kleinen Platz für die Solarpanels. Das machen wir mal hier in dem Bereich. Moin Knight, herzlich willkommen. Wie gesagt, ich möchte die Energiegeschichte nicht nur, ich sag mal, auf Wasserkraft in gewisser Weise Dampfmaschinen belassen. Weil ich später sowieso diesen fetten Reaktor bauen möchte. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, dass wir es einigermaßen aufteilen. Und ja, wenn der Reaktor dann irgendwann da ist, dann haben wir das Problem ja auch nicht mehr. Aber ich möchte es halt, wie gesagt, ein bisschen mischen. Und dementsprechend machen wir das mal so. Aber der Solarpanel-Anteil wird jetzt diesmal nicht so hoch werden. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, die Solarpanels sind gleich durch. Danach kommen die Akkumulatoren. Die sollten einigermaßen zügig gehen, weil eigentlich nur Eisenplatten und Batterien dafür benötigt werden. Und keine Zwischenprodukte. Ja, sollte gehen. So, wir können hier auf jeden Fall schon mal ein paar Stromleitungen hinstellen. So. Wo packen wir denn die hin? Hier drunter am besten, oder? Ja. Oder hier. Hier ist auch gut, glaube ich. Ah, warte mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Ist hier nicht das Steinvorkommen? Hier siehst du. Das geht, glaube ich, auch noch weiter nach oben. Warte mal, das gucken wir mal eben schnell nach. Ja, siehst du, da ist es doch. Ich habe doch gewusst, wir hatten in der Preview von der Map irgendwo da oben was gesehen. Zwar kein Riesenvorkommen, aber 1,4 Millionen plus der Kram hier ist erstmal okay auf jeden Fall. Und Stein ist ja auch so eine Sache, das brauchen wir jetzt nicht so oft. Ja, und daher passt das schon. Aber ich glaube, ich wollte die Dinger hier bauen, ne? Dann ich mach die jetzt unten drunter, komm. Bäume weg. Huch. Ach, da war noch einer, lol, okay.